Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir backen heute zusammen Kartoffel-Möhren-Puffer. Alles, was ihr dazu braucht, steht hier, ist also nicht viel. Ihr braucht Möhren, nicht so viele wie hier stehen natürlich, Kartoffeln, Mehl, Salz und Pfeffer, eine Zwiebel und zwei Eier. Aber ich setze euch natürlich die Mengenangaben wie immer unten in die Infobox. Wir haben die Kartoffeln und die Möhren jetzt geschält. Und werden die jetzt hier gerade fein raspeln. Dasselbe machen wir dann nachher noch mit der Zwiebel. Und danach müssen wir diesen ganzen Brei, oh Entschuldigung, ich habe Schluck auf, diesen ganzen Brei noch ein bisschen verfeinern. Dieser Masse aus Kartoffeln, Möhren und Zwiebel geben wir jetzt die zwei Eier hinzu. Außerdem noch das Mehl, das sind 4 Esslöffel zum Beispiel bei der Masse, die wir hier machen. Und danach schmecken wir das noch ein ganz klein wenig mit Salz und Pfeffer ab. Aus der Masse formen wir jetzt einfach solche kleinen Puffer. Wir haben festgestellt, die Masse ist relativ flüssig, logischerweise durch die Kartoffeln und die Möhren. Und bevor mein Mann das hier aufs Backblech legt, presst er das Ganze in der Schüssel nochmal einfach ein bisschen aus. Und wenn wir die Puffer dann fertig haben, kommen die bei 180 Grad für 30 Minuten in den Ofen.